In dieser Folge der Foto-News. Der Kameramarkt in Deutschland wächst wieder. Also mal zur Abwechslung gute Nachrichten. Es gibt an diesem Wochenende ein Gratis-Event für alle, die kommen wollen und sich vorher angemeldet haben. Spannende Technik-News von der IFA und ein bisschen mehr drumherum. Also schaut rein. Es ist gerade nicht einfach, die Wirtschaft ist in vielen Bereichen am Schrumpfen, aber ein Hobby scheint davon nach Zahlen offensichtlich nicht beeinträchtigt zu sein und das ist gut für uns alle irgendwie. Fotografie, die GfK oder Gesellschaft für Konsumforschung, macht regelmäßig Analysen des Marktes, wie entwickeln sich Verkäufe in verschiedensten Bereichen, also zum Beispiel Geräte wie Notebooks, Smartphones, Waschmaschinen und so weiter und so fort. Überall rückläufig, wie hier mal 5%, da mal bis zu 12%, vor allem Großgeräte, da auch gerade weniger Häuser gebaut werden. Das schlägt sich dann natürlich auch nieder auf Küchenausstattung und Co. Ein Wachstumsmarkt mit immerhin üppigen plus 6%, das ist der Bereich Fotografie, also Kameraobjektive und Co. Das ist doch eine sehr positive Entwicklung. Klar, da kommt man vom vergleichsweise geringen Niveau, der war jetzt die letzten Jahre nicht so stark. Trotzdem erstaunlich, mit Smartphones und Co. wird ja immer wieder gesagt, Kameras, wir brauchen richtige Kameras. Offensichtlich denken sich viele Leute, Kameras sind auf jeden Fall eine tolle Investition. Und man muss auch sagen, von der ganzen Inflation nicht allzu sehr betroffen, denn der Yen in Japan ist weiterhin sehr schwach. War vor ein, zwei Monaten sogar auf ein Allzeit- und nicht Allzeittief, aber ein Tiefpunkt seit über 15 Jahren. Dementsprechend sind viele neue Kameras, die gerade rauskommen, auch nicht deutlich teurer oder Objektive, als wir das die letzten Jahre gewohnt waren. Also da gleichen sich die beiden Effekte so ein bisschen aus. Dementsprechend gut für uns alle, dass der Fotobereich auf jeden Fall lebt und anscheinend stärker lebt als ja, die letzten Jahre. Also hoffen wir mal, die Entwicklung geht so weiter. Bevor es zu den IFA-Highlights geht, nochmal eine kleine Erinnerung an das Wildrox Touch and Try Event dieses Wochenende in Steinfurt in der Nähe von Münster. Dieses Steinfurt, da gibt es ein paar mehr in Deutschland. Ihr müsst euch anmelden, Link dazu in der Infocard unten in der Videobeschreibung drin. Es sind noch ein paar Plätze verfügbar, insbesondere am Nachmittag 15 bis 18 Uhr. Der Vormittag ist schon fast ausgebucht. Was könnt ihr da machen? Ihr könnt alle aktuellen Wildrox-Objektive austesten. Also von 13 bis 85 mm gibt es da ja einiges. Ja, auch das brandneue 27 mm 1.2 für den Fujifilm X-Mount. Wir haben einige Objektive da, ich glaube um die 60 sind es insgesamt, also die sind ja oft für drei verschiedene Mounts verfügbar. Einige Objektive haben wir auch doppelt, bei denen wir denken, da wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Nachfrage geben. Die Gruppengröße ist überschaubar, maximal 25 Leute sind pro Zeitslot dabei, also ihr werdet da nicht ewig warten müssen, um irgendwas ausprobieren zu können. Wir haben auch die Plätze pro Mount limitiert, also dass jetzt zum Beispiel den einen Zeitslot nicht nur Fujifilm X User und Userinnen irgendwie da sind, sodass sich das alles ein bisschen ausgleicht. Rollei ist als Vertriebspartner mit da. Ob man direkt vor Ort Objektive kaufen kann, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es für alle, die zum Event gehen, einen exklusiven 20% Gutschein für Wildrox-Objektive dann bei Rollei. Das heißt, wer dann nach dem Event zugreifen will, 14 Tage ist der Gutschein gültig, kann das gerne machen. Wie gesagt, ihr müsst euch anmelden dafür. Ein paar Plätze gibt es noch. Link, wie gesagt, Infokarte unten in der Videobeschreibung drin. Würde mich freuen. Und für die Leute, die sagen, naja, bis dahin zu fahren, nur für 3 Stunden Event, das lohnt sich nicht. Am Freitagabend haben der Kollege Michael Ziegern und ich auch noch einen kleinen Fotowalk in Münster. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung drin. Also kommt auch da gerne vorbei, da sind die Plätze stark limitiert. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns auch da noch sehen und so ein bisschen Sonnenuntergang, Blaustunde und Co. in Münster leben. Soll eine sehr schicke Stadt sein. Ich war noch nie da. Michael kennt sich sehr gut aus und wird uns da ein bisschen rumführen. Also ich freue mich schon drauf. Letzte Woche war die IFA in Berlin oder eigentlich sogar noch diese Woche. Bis gestern ging sie ja noch. Ich war insgesamt 4 Tage auf der Messe. 4 davon ist für euch unglaublich unspannend, dass einfach nur Pressekonferenzen waren, irgendwelche Meetings, wo man was besprochen hat. Eine Sache war extrem spannend, über die darf ich euch jetzt leider noch nichts erzählen, aber vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Schauen wir mal, was da kommt. Wird für den Kanal hier super interessant werden. Aber es gab auch noch ein paar interessante Sachen. Ich wollte jetzt nicht jeden Staubsaugroboter zeigen, weil finde ich eh überteuert und gibt es mehr als genug Videos auch dazu, wenn ihr das sehen wollt, auch von der IFA etliche Sachen abgefilmt. Ich fand 3 Sachen ganz interessant und wir beginnen mal mit Nummer 1.
Und das ist wieder so ein großer externer Akku-Zwischenspeicher für große Solarzellen, also Camping und Co. Ja, gibt schon seit ein paar Jahren, jetzt allerdings auch in einer Einsteigergröße, würde ich es mal nennen, und gar nicht mal so teuer, wenn man sich anschaut, was mittlerweile Anker zum Beispiel für größere Powerbanks haben möchte. Die gehen ja da in den Bereich 150 bis 200 Euro schon rein. Und da fand ich das Modell hier ganz spannend. Wir erweitern bei Jackery unsere Plus-Serie um zwei neue Solargeneratoren bzw. Powerstations. Das heißt, wir haben einmal den Explorer 1000 Plus. Das ist eine Powerstation mit Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die ich optional erweitern kann mit Battery Packs. Also das heißt, ich habe hier 1,26 kWh und 7 Anschlüsse, um alles von Kaffeemaschine bis Laptop mit Strom zu versorgen, zum Beispiel beim Camping. Erweiterbar mit bis zu 3, sodass ich auf 5 kWh komme. Wenn ich aber unterwegs bin, haben wir ein besonders schönes neues, also ist mein Lieblingsprodukt, nämlich der Solargenerator für die Tasche. Also ein leichtes Gerät, kleines Gerät, ist unser kleinstes im Moment, mit nur 3,75 Kilogramm. Hier kann ich also alle meine mobilen Geräte über die Schuko-Steckdose, USB-C, USB-A und den 12-Volt-Anschluss anschließen. Wenn ich beim Zelten bin oder bei einer Fotosafari vielleicht für Landschaftsaufnahmen und ich ein bisschen Energie für meine Geräte brauche, dann habe ich dabei als Solargenerator das faltbare Panel, etwas größer als DIN A4, das ich aufklappen kann mit 40 Watt Leistung. So dass ich, wenn die Sonne denn scheint, unterwegs immer mit Strom versorgt bin. Ich kann das Ganze über, also beide Geräte immer über App steuern. Das heißt, ich sehe über die App, was geht rein, was geht raus. Ich kann auch es aus- und anschalten, also nicht nur hier physisch, sondern eben auch über die App. Und wenn ich es etwa beim Zelten dabei habe, habe ich auch noch eine Lampe, die mir einfach normales Licht gibt oder das SOS-Signal macht. Der kleine Generator, also als Solargenerator mit dem Panel, ist ab sofort verfügbar. Wir haben es hier auf der IFA zum ersten Mal vorgestellt, ist aber direkt erhältlich für 449 Euro also als Set oder 349 Euro nur die Powerstation. Und wir haben auch noch eine Early-Bird-Aktion, wer jetzt ganz schnell ist, bis zum 11. September bekomme ich 60 Euro Rabatt, wenn ich den Solargenerator nehme, oder 50 Euro, wenn ich nur die kleine Powerstation nehme. Und wo wir schon beim Thema so ein bisschen autarke Energieerzeugung sind oder Stromkosten sparen, Technax kannte ich vorher auch nicht, aber die sind in Deutschland sehr im Vertrieb aktiv und haben immer wieder ein paar interessante Produkte. Und nach eigener Aussage waren sie so mit die Ersten, die in Deutschland mit Bluetooth-Lautsprechern angefangen haben. Also ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Jetzt haben sie sich diesen kleinen Nischenmarkt angeschaut von Leuten, oder gar nicht so kleinen Nischenmarkt, von Leuten, die gerne ein Balkonkraftwerk hätten. Aber es gibt ja immer noch Vermieter und Vermieterinnen, die das nicht wollen. Oder es gibt natürlich auch bauliche Beschränkungen, gerade wenn die Gebäude ein bisschen höher werden. Und da dachte man sich, wenn man das nicht außen anbringen darf, dann bringen wir doch einfach einen Solartisch heraus. An den können bis zu 6 Leute normalerweise sitzen. Der Tisch ist halt eingebaute Solarzellen, das heißt, wenn keiner dran sitzt, kann er Strom erzeugen. Und wenn man einen Tisch braucht, hat man einen Tisch, also sozusagen den Platz, den begrenzten, doppelt ausgenutzt. Schauen wir da mal rein. Wir sind heute hier und stellen unsere Innovation vor. Balkonkraftwerke kennt jeder. Wir haben uns gedacht, was machen die Menschen, die kein Balkonkraftwerk aufhängen dürfen, aufstellen dürfen. Beispielsweise über 4 Meter Höhe darf kein Balkonkraftwerk draußen am Geländer hängen. Allerdings ein Tisch auf dem Balkon kann niemand mehr verbieten. Somit haben wir uns gedacht, machen wir aus einem normalen Tisch einen Solartisch. Wenn man den Tisch nicht gerade fürs Essen braucht, kann man ihn optimal in Richtung der Sonne ausrichten und so die Effizienz des Solarpanels weiter steigern. Der Tisch ist vormontiert, der Wechselrichter ist vormontiert, die Füße müssen nur noch angeschraubt werden. Ein einfacher Schuko-Stecker in die Steckdose stecken und schon speist er ihm Strom ein. Wir liegen hier bei einer UVP von 699 Euro netto. Für denjenigen, für den dieses Balkonkraft oder dieses Solartischkraftwerk zu groß ist, werden wir auch in Zukunft mit Sicherheit eine neue Lösung finden. Und zwar einfach die Hälfte der Panelleistung. Das heißt, dass wir da circa mit 150 Watt ins Rennen gehen möchten, um das Grundrauschen, den Standby-Verbrauch in jedem Haushalt zu reduzieren. Ein Router, das soll spannend sein.
normalerweise nicht. Und da gibt es mehr als genug. Und allein auch mit Wi-Fi 7 gab es wahrscheinlich 10 Stück mindestens auf der IFA zu sehen. Das wäre nicht so spannend. Netgear hatte allerdings einem Angebot, der für die Leute interessant ist, die sagen, ich hätte schon gerne irgendwie Internet zu Hause, aber muss es denn immer so absolut hässlich sein? Und auffallen kann sich einfach mal fast ein Designelement irgendwie in der Wand werden. Super flach, nicht viel größer als ein Bilderrahmen. Schaut vorbei. Das ist die neue TP-Link Archer R-Serie. Bestehend aus einem Router und aus einem Range Extender. Beide unterstützen Wi-Fi 6. Der Router ist ein ganz herkömmlicher Router, aber in einem außerordentlichen Design. Sehr, sehr dünn. Das gleiche gilt auch für den Range Extender. Was man damit tun kann, ganz klar, Wi-Fi auf höchstem Standard genießen. Und es fügt sich sehr, sehr schick in das Interieur ein und fällt überhaupt nicht auf. Ein ganz neuartiges Design. Was ist sonst noch in der Fotowelt passiert? Klar, ihr habt es ja gesehen, Sony Alpha 7C2, 7CR, das 1635er. Haben wir auch Videos dazu. Tamron hat ein paar neue Objektive angekündigt, die gibt es jetzt noch nicht. Das ist einmal das 17 bis 50 mm, da bin ich schon sehr gespannt, auf das zu testen. Und eine Neuauflage, relativ kurz nach der ersten, des 70 bis 180 mm, also hier ein G2. Auch da will man nochmal die Bildqualität ein bisschen verbessert haben. Auch da bin ich schon mega gespannt, mir das dann anschauen zu können, sobald es rauskommt. Gerüchteküche gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, weil gefühlt bei 2/3 der Sachen, die gerade so kursieren, muss ich schon irgendwo unterschreiben, dass ich nicht großartig drüber rede. Also schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen da so bringen. Geht ja nicht nur um einen Hersteller, um einige, da ist gerade einiges ein bisschen in der Gerüchteküche drin. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was richtig ist und was falsch, aber ich sage mal, so Richtung Fotopia werden wir vielleicht noch ein, zwei interessante Sachen auf dem Kameramarkt sehen. Also seid gespannt und wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, Glocke drücken, ihr kennt das Spielchen, denn wir werden sicherlich zeitnah Videos hier auf dem Kanal zu einigen Neuheiten haben.